Ja, hallo, willkommen zu Teil 1 für mein Redstone Display Tutorial. In Teil 0 habe ich euch ja erklärt, wie das Ganze funktioniert hier und, ne? Und alles Mögliche. So, und heute fangen wir an zu bauen. Deswegen habe ich das hier auch Teil 1 genannt. Und ja, die Überschrift wird wahrscheinlich schon etwas mit Base zu tun haben. Also wir bauen uns jetzt allererstes mal unsere Schaltzentrale. Fragt mich nicht, wofür das gut sein soll. Ich könnte mir vorstellen, dass man sowas vielleicht beim Spleef auf Servern benutzen könnte, um Punkte zu zählen oder sonst irgendwas, ne? Ich meine, da gibt es aber einfachere Methoden. Oder einfach um eine gewisse Zahl anzugeben, ist bestimmt zu irgendwas nutzen. Warum auch nicht? So, das erste, was wir machen werden, ist eine Wand aufzubauen. So, ich muss einfach mal ausprobieren, wie weit. Ah ja, ich habe einen Wollblock vergessen. Dann schieben wir das alles mal auf. So, wir nehmen dazu einfach Grey Wool. So, dann packen wir das hier hin und das lassen wir mal. So, dann kommt hier Grey Wool, immer mit zwei Abstand. Das heißt hier. So. Immer hoch, immer mit dem hier. So, dann kommt hier wieder das dazwischen. Ja, dann kommt hier erstmal ein Knöpfchen dran, hier ein Knöpfchen, hier und hier. Das sind jetzt 5 Stück. Und ihr wisst ja, wir haben 10 Zahlen. Das heißt, wir brauchen sogar noch eins. Den Grund erfahrt ihr gleich. So. Da noch ein Knöpfchen. Ja, exakt. So, dann kommt hier wieder eins hin. Hier und hier. So. Das ist ganz wichtig. Werde ich euch auch gleich sagen, warum. Ich glaube, ich habe sogar einen zu viel gemacht. Naja, zack. So, wir beschriften mal. Wie habe ich es da drüben gemacht? Unten drunter. Hier kommt die 1 hin. Nein, stimmt gar nicht. Hier kommt die 0. Wir fangen diesmal mit der 0 an und nicht mit der 1. So, jetzt die 2. Jetzt die 3. Nein, nicht 3D. 3. 4. Sechs, hallo, 7, 8 und die 9. So, das heißt, diesen Wollblock können wir wegmachen und hier kommt unser Ausschalter hin. Aus. Zack. So. Ja, wir beginnen jetzt auch gleich mal mit dem Bau des Displays, weil, obwohl das könnte erst in der nächsten Folge drankommen. Wir fangen jetzt als erstes mal an hier hinten. Deswegen habe ich das auch mit der Wolle gemacht. An jeden 2 Blöcke zu machen. Scheiß Regen immer. 2 Blöcke. So. Das obere lassen wir erstmal. Wir machen erst alles untere. So. Ja, das hängt jetzt auch mit der Konstellation der Zahlen zusammen, wie wir das dann mit dem Display machen. Und jetzt machen wir hier erstmal überall Redstone drauf. Ja. So.
machen Tag. So, und jetzt könnten wir eigentlich schon mal die RS-Ledges bauen. Mit welcher habe ich die gebaut? Auch mit Weiß. Ne, mit Blau. Gut, ich werde die aber hier anders bauen, und zwar mit Rot. Oder mit Rot? Soll ich mit Rot oder mit Grün? Ich mach's mit Grün. Mit Grün baue ich die RS-Ledges. So, und zwar merkt euch, wie groß das erste RS-Ledge wird, das da ist, Oder wir machen das erstmal anders. Ganz anders. So, ah ne, halt, das kann so bleiben. Dann werden wir die jetzt erstmal bis hier vorführen. So. Und dann hinten wieder spezifisch umleiten. Wie Leiterbahn. Immer mit einem Platz frei. Zack, bis hier hin. Zack, zack. So. Stimmt das überhaupt? Nein. Muss hier. So, und natürlich müssen dann da Repeater rein. Ich werde auch versuchen, das im gleichen Tick zu bauen, dass das alles relativ gleich ankommt. Signal. So, aber man sieht jetzt schon, dass das zum Beispiel keinen Tick-Verzögerung hat, das hier auch nicht. Das eventuell einen, das ganz sicher einen, das könnte schon zwei haben und das ganz sicher zwei. Ja, also, ne? Und so. Zack. Und als kleine Hilfestellung mache ich mir immer zwischen die zwei und die letzten zwei eine Fackel. Dann sehe ich nämlich, wann das Redstone-Signal aufhört. Und ja, es hört genau hier auf, das heißt, wir brauchen auch Repeater. Ja, da wir die Schilder nicht mehr brauchen, können wir das jetzt durch Repeater ersetzen. So, und tauschen das schon mal mit der Fackel. Zack. Das heißt, wir bauen in alle schon mal einen Repeater ein. Und zwar hier, hier und hier. So, damit auch das gleich bleibt, ne? So, wir müssen gleich noch einen Repeater einbauen. So. Zack, das ist der schon. Und hier auch noch einen. Dann. Ne, wisst ihr doch. Das ist mir jetzt egal, wie ich es baue. Zack, da kommt noch einer hin. Und hier. So, jetzt haben wir bei allen die gleiche Verzögerung. Und, ja. Jetzt bräuchten wir ja eigentlich noch die RS-Ledge. Ja, das werden wir auch tun. Wir bauen jetzt hier vorne einen dran. Zack, 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 zack. So. Dann geht es hier hin. Zack, zack. Dann kommt hier gleich ein RS-Ledge. Wenn die Fackel aus ist, geht die Fackel an. Das heißt, die bepowert zuerst. So. Jetzt kommt das nächste. Jetzt müssen wir gucken, wo es hinkommt. Das könnte passen mit dem hier. Das ist immer so. Immer mit einem frei. Ja. Das passt perfekt. Und dann hier kommt eine Fackel, hier eine Fackel, hier eine Fackel. Ich habe jetzt mehrere RS-Ledges auf einmal gemacht. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert. So, und ihr müsst immer darauf achten, dass zuerst das hier verbunden wird, sonst ist es schon resettet, bevor man es benutzt hat. Also immer erst die äußere Linie machen. So, jetzt verbindet ihr das hier zum Beispiel mit dem da. So, das da mit dem da. Das da. Hiermit.
Und das da. Hiermit. Und scheut euch überhaupt nicht zu viel Wolle zu benutzen oder so. Das ist besser, wenn ihr es so ausführlich macht, als wenn ihr dann irgendwann so ein Kuddelmuddel habt, ja. Das ist überhaupt nicht gut. So. Einmal hier. Ja. Das lasse ich erstmal unverbunden, weil sonst resetten, sonst aktivieren wir das Sledge, ja, und das wollen wir nicht. Oh, hier darf kein Ding dazwischen sein. Deswegen habe ich immer eins freigelassen. So. Kamehameha, hee, waka, waka, hee. So, und wir müssen gleich eh noch eine Strecke legen. Platine heißt das Teil übrigens, was mir vorhin im letzten Teil entfallen ist. Auf einer Platine. Es sieht aus wie auf einer Platine. Ja, ja. So. Ah. Oh, heilige Scheiße. So. Ja, da. So. Jetzt. Das so. Das heißt, jetzt muss überall schon wieder ein Repeater rein. Und reicht dieser eine Repeater? Oh, ich habe gerade gemerkt, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Ja, ich habe nämlich eine S-Ledge vergessen. Zack, zack. Das ist aber kein Problem. So. Und dann halt, stopp. Stopp, hör auf. Es bleibt alles so, wie es ist. Ja. Dann heißt es schon zwei Repeater rein. Und wir verbinden es jetzt einfach mal und schalten das AS-Ledge an, ja. So. So. Und so. Dann mache ich hier den Repeater rein, hier den Repeater rein, hier den Repeater rein und habe ich da zwei Repeater rein? Oh, ich habe sogar zwei Repeater rein. Was bedeutet, dass man, ne, dass ich hier noch einen reinmachen werde? Ihr müsst einfach nur schauen, dass auf der Strecke hier, auf der gesamten Strecke, die Repeater übereinstimmen. Das heißt, hier noch einer rein, hier noch einer rein. Hier ganz sicherlich noch einer rein und dort noch einer. So, jetzt stimmt es auf jeder Strecke überein. Und jedes RS-Ledge ist aus. Ja, dann war es das auch erstmal für Teil 1. Und in 2 Tagen bzw. am nächsten Werktag wird es dann mit Teil 2 weitergehen, wo wir dann auch mal den Reset, nein, den Reset bauen wir zum Schluss. Dann bauen wir erstmal die ganzen Leiterbahnen fertig, invertieren das Ganze und dann gehen wir auch schon an den obrigen Teil. Noch zur Info, ich habe jetzt einen Let's Play-Kanal, auf dem ich bis jetzt noch keine Let's Plays hochladen werde. Ich sage das jetzt noch einmal, denn ich bestelle mir erst noch ein neues Headset und werde dann erst ein Projekt starten. Eventuell kaufe ich mir auch noch eine neue Festplatte, also eine externe, wo ich die ganzen Videos dann drauf speichern kann. Und ja, ne? Bis dahin erstmal... Ah ja, halt, mein Kanal heißt übrigens Gravitor LP. Ob ihr es jetzt Gravitor oder Gravitor aussprecht, ist mir vollkommen egal. Dieses Wort hat keinen Sinn. Ich fand das einfach nur cool. Ihr könnt, falls ihr das noch nicht getan habt, meine Infovideos auf meinem Kanal Dr.Who237 angucken. Der wird weiterhin bestehen. Ich werde dort Tutorials machen. Und auf dem Kanal Gravitor LP werde ich Let's Plays von Spielen hochladen. Unter anderem irgendwann mal anfangen mit Minecraft LP. Ja, dann danke fürs Zuschauen und bis im nächsten Teil. Tschüss!